Blutnacht von Hanau, Graffiti für Opfer in Frankfurt geschändet. Ein Graffiti unter der Friedensbrücke in Frankfurt zur Erinnerung an die Opfer der Blutnacht von Hanau wurde von Unbekannten geschändet. Die Polizei ermittelt. Frankfurt am Main, die Blutnacht von Hanau schockierte im Februar ganz Deutschland, Tag 24 berichtete. Ein Graffiti in der Main-Metropole Frankfurt zur Erinnerung an die Opfer des rassistischen Anschlags wurde kürzlich von Unbekannten geschändet. Den ursprünglichen Schriftzug Rassismus tötet änderten die Täter zu Kiffen tötet Gehirn. Ab. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Dienstag. Die Tatzeit und das Motiv seien noch nicht klar. Es werde wegen Sachbeschädigung ermittelt. Das 27 Meter breite Wandbild eines Künstlerkollektivs unter der Friedensbrücke in Frankfurt war im Sommer vorgestellt worden, genau 4 Monate nach der Tat. Neben den Worten Rassismus tötet und niemals vergessen sind die Gesichter der Opfer des Anschlags in Hanau zu sehen. Zur Vorstellung des Graffitis kamen damals auch Angehörige und legten Blumen nieder. Am 19. Februar hatte in Hanau ein 43 Jahre alter Deutscher 9 Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen. Vor dem Anschlag hatte er Pamphlete und Videos mit Verschwörungstheorien und rassistischen Ansichten im Internet veröffentlicht, Tag 24 berichtete. Neben den 9 jungen Menschen soll der 43-Jährige auch seine Mutter umgebracht haben, bevor er sich selbst tötete.